erteile ich das Wort dem Kollegen Rasmus Andresen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, die Debatte von gerade eben ergibt nur Sinn, wenn man sie mit der Debatte jetzt im Zusammenhang sieht. Gerade eben das Herumschwadronieren der Landesregierung zur Bildungsfinanzierung und jetzt die konkreten Auswirkungen. Nun soll es also streichen und die Universität zur pädagogischen Hochschule zurückzustufen. Wie würde das eigentlich mit dem Ziel der Landesregierung, es steht im Koalitionsvertrag, bis 2020 ca. 10.000 neue Studienplätze zu schaffen, zusammenpassen? Wo sollen die eigentlich entstehen? Die so viel beschworene Öffnung der Universitäten, auch für bildungsferne Schichten, wird durch den Abbau von Studiengängen in Flensburg, aber auch in Lübeck, das ist ja auch noch in der Diskussion, nicht erreicht. Eine Mehrheit dieser Schulabsolventen und Absolventinnen wählen ihre Studienplätze sehr nah am Heimatort. So wichtig die Stärkung der Fachhochschulen vor Ort auch ist, das unterstützen wir ausdrücklich, können nicht alle Studienplätze in den Regionen an den Fachhochschulen entstehen. Neben der Quantität spricht aber auch die Qualität gegen die Gedankenspiele vom Wissenschaftsministerium und dieser intransparenten Haushaltsstrukturkommission. Die Wirtschaftswissenschaften an der Universität arbeiten äußerst erfolgreich. Ein Nobelpreisträger, der in Forschung und Lehre richtig gute Arbeit leistet, fragen Sie die Studierenden, die gestern auf der Straße waren, die werden Ihnen das bestätigen können, und im bundesweiten CHI-Ranking werden die European Studies, Energie- und Umweltmanagement und International Management, also die Studiengänge, um die es konkret geht, mit gut bis sehr gut bewertet. Nur die Ausstattung könnte besser sein, aber das sind ja, die Kollegin Sporendonk hat es ja gerade eben genannt, die Rahmenbedingungen, für die wir als Politik, wir als Parlament auch verantwortlich sind. Bei einem Haushalt von 13 Millionen Euro, einem Umsatzeffekt von 39,1 Millionen Euro und 562 Arbeitsplätze in der Region zu erwirtschaften, muss doch gerade Ihnen als Wirtschaftsminister, Herr de Jager, das Herz erwärmen. Der IHK Flensburg und dem Arbeitgeberverband tut es das jedenfalls. Wir brauchen aber viel mehr als Einzelantworten. Jahrelang ist im Hochschulbereich nichts bzw. zu wenig passiert. Das ist auch ganz selbstkritisch gesagt an sozusagen die rot-grüne Regierungsvergangenheit. Und auch Sie setzen aber eben genau diese traurige Tradition fort. Statt einzelne Studiengänge anzugreifen, müssen Sie mit den Akteuren an allen Hochschulen in Schleswig-Holstein gemeinsam ein zusammenhängendes hochschulpolitisches Konzept entwickeln. Die Frage muss sein, wie soll die Hochschullandschaft in 10 bis 15 Jahren in Schleswig-Holstein aussehen? Wo sollen welche Studienplätze entstehen? Stattdessen spielen sie aber die Universitäten gegeneinander aus. Und es darf nächste Woche und später nicht heißen Lübeck gegen Flensburg oder Heide gegen Kiel. Nein, nur eine plurale Hochschullandschaft ist eine gute Hochschullandschaft für das ganze Land. Und auch deshalb muss das Gutachten der wissenschaftlichen niedersächsischen Gutachterkommission abgewartet werden. Ihnen im laufenden Verfahren den Boden unter Ihren Füßen wegzuziehen, ist einfach nur dreist. Hochschulpolitisch würden Sie damit bundesweit Schlagzeilen machen. Sie tun es ja auch bereits und die werden nicht positiv. Das garantiere ich Ihnen. Dies hat Ihnen ja auch bereits der Universitätsrat gegenüber, auch im Bildungsausschuss, letztes Mal sehr deutlich gemacht. Wir fordern deswegen, lassen Sie die Kommission arbeiten und machen Sie sich und das Land nicht komplett lächerlich. Kurz am Schluss noch ein Kommentar zur regionalpolitischen Bedeutung. Nach dem Landestheater, dem ersten Aufschlag zum Landesentwicklungsplan, der Diskussion um die Justizvollzugsanstalt Flensburg, ist dies nun die vierte politische Diskussion, die sich gezielt gegen Flensburg und die Region wendet. Überlegen Sie sich, Herr Ministerpräsident, als jemand, der im Norden des Landes beheimatet ist, gut, welche Schritte Sie tun und was Ihnen die Region, abgesehen von den Kappelner Heringstagen, wert ist. Ihr Parteifreund und Bundestagsabgeordneter Wolfgang Börnsen macht es zusammen mit der Flensburger CDU vor. Man könnte zum Beispiel auch den ehemaligen CDU-Wissenschaftsminister aus den 70er, 80er Jahren, Herr Westphalen, nennen, der sich bei einer Veranstaltung der IHK vor kurzer Zeit hinter die Universität gestellt hat. Vielleicht sollten Sie mit dem mal sprechen. Ein Satz aber auch noch zur FDP. Hören Sie in diesem Punkt, gerade Sie, Herr Vogt, jetzt wo Sie schon den